könnte noch etwas dauern, bis du mit dem Saubermachen fertig bist, oder? Wenn du das sagst, Schlaumeier. Ja, wieder so ein bisschen patzig, wenn du das sagst. Wenn du das sagst, Schlaumeier. Nochmal. Nochmal. Oh, da sind ja die Zähne am Mikro, glaube ich. Vielleicht ein bisschen kürzer, also ist ja eher so ein Schock, so erschrocken, weil so. Ja, ja! Das wird optimiert. Okay, das wusste ich nicht. Alles gut, ich werde es nicht wieder versuchen. Viele sagen, Herr Schildträger sei die schlechteste Stadtwache, die Seefels jemals hatte. Wir Ratten sehen das anders. Muss unpraktisch sein, keinen richtigen Körper mehr zu haben. Aber deswegen muss er seine schlechte Laune ja nicht gleich an Herrn Fuchs auslassen. Ich würde Herrn Schildträger gern auf den Rücken schreiben, was ich von ihm und seiner Herrin halte. Schaut mal. Scheiße. Oh ne. Sicher. Er kann auf sich selber aufpassen, meinst du nicht? Es hat Anschläge auf den Erzmagier gegeben, weißt du? Da kann man nicht vorsichtig genug sein. Halt! Dunkle Magie hinterlässt eine besonders starke Spur. Wie ein übler Geruch. Wir müssen den Affen loswerden, wenn wir die Öllampe Rundemann stehlen wollen. Das wollen wir. Ja. Das hat ihn zum reichsten und mächtigsten Piraten gemacht. Er hat sich genommen, was er kriegen konnte und nichts wieder hergegeben. Viele sagen, Herr Schildträger sei die schlechteste Stadtwache, die Seefels jemals hatte. Wir Ratten sehen das anders. Kakalu. Karottisch. Kennst du das, wie man manchmal erschaudert, wenn man einen Ort betritt, an dem viel Böses geschehen ist? Dunkle Magie hinterlässt eine besonders starke Spur, wie ein übler Geruch. Ist doch super!